So, da sind wir wieder. Wo ich das gerade sage. Mir ist aufgefallen, dass ich ganz oft meine Videos mit so anfange. Muss ich mal gucken, dass ich das ein bisschen ändere. Saint-Romain, genau. Operation Cobra. Die Able Company wurde in den Sektor von Saint-Lô verlegt, der für die dort weitläufig wachsenden Hecken bekannt ist. Ihre erste Mission besteht darin, die Ortschaft Saint-Fromont zu sichern und einen Brückenkopf über den Fluss zu errichten. Machen Es wir. war erschreckend zu sehen, wie fortgeschritten die Kriegsmaschinerie der Deutschen war. Und obwohl unsere Leute ziemlich clever waren, wir hatten nichts Vergleichbares. Nachdem Cherbourg nun gesichert ist, hat uns das alliierte Oberkommando unser nächstes Einsatzziel zugewiesen. Wir sollen zur Kreuzung der Ortschaft Saint-Lô. Die einzige Stelle, an der wir den Fluss Vire überqueren können, liegt hier. Unglücklicherweise liegen der Aufklärung so gut wie keine Informationen über dieses Gebiet vor. Die Able Company wird nach Einbruch der Dämmerung dorthin vorstoßen. Sure. Warte, warte. Ladevorgang, Ladevorgang, aha, Ladevorgang, Saint-Promont, Ladevorgang, aha. Also komm, das Level dauert aber auch lange, bis geladen ist. Sehr gut. Die 38. Grenadierdivision hat die Brücke gesprengt, die nach Saint-Fromont führt. Ohne sie können wir nicht vorstoßen. Es ist die Aufgabe der Able Company, Pioniere dorthin zu bringen und die Brücke zu reparieren. Sobald die Brücke wieder steht, muss sie beschützt werden. Das bedeutet, dass wir die 38. aus Saint-Fromont zurückdrängen müssen. Sollte es uns gelingen, die Ortschaft zu flankieren, dann könnten wir versuchen, die Crowds in diesem Bereich festzusetzen. Danach wäre es dann ein leichtes, den Platz zu sichern und diese strategisch wichtige Marke einzunehmen. Okay. Also meine erste Aufgabe, die Brücke reparieren. Von Saint-Fromont ist unpassierbar. Sofort mit Reparaturen beginnen. Oh, die sind wichtig, dann lasse ich die mal ein bisschen zurück. Ah, sehr gut. Dann kann ich euch gleich mal zeigen, was der macht. Das weiß ich nämlich noch. Das ist ein ziemlich schlechter Panzer vom Ding her. Alleine ist es ein Scheißteil, sag ich mal auf gut Deutsch. Das bringt einem gar nichts alleine. Weil der einfach niedergeschossen werden würde, wenn ich den jetzt in feindes Gebiet schicken würde. Aber wenn man den weit hinten platziert, dann bringt er schon eine Menge. Nur muss ich nur gucken, wo ich Feinde habe. Okay, die Brücke muss ich reparieren. Was man sich, wenn man sich mal vorstellt, diese ganze deutsche Technik, was es ohne den Ersten und Zweiten Weltkrieg so alles geschafft hätten. Einmal gut, ohne die Kriege hätte es auch weniger gegeben, weil für den Krieg wurde ja viel entwickelt. Was heutzutage noch. Ja, dann kann ich es gleich auf der anderen Seite ausprobieren, das ist natürlich auch gut. Für den Krieg wurde natürlich auch viel entwickelt, was jetzt noch verwendet wird. Penicillin und so, dieses ganze medizinische Zeug ist ganz viel. Das Internet wurde eigentlich nur fürs Militär erfunden. Also ohne Krieg könnte ich jetzt nicht mit euch reden. Da, boom, 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 boom. Richtig genial. Bringt halt nur nichts, wenn er alleine ist. Weil das dauert jetzt, ja, 1,5 Minuten noch. Bis das wieder repariert ist, also.
viel zu viel, als dass er viel machen kann. Kann halt nur ab und an mal, aber dann richtig. Bombt das Ding da weg. Ja, zieht euch zurück, zieht euch zurück. Wir können sowieso nicht viel bauen, oder? Scheiße. Ah. Fahr doch mal davor. So, ne. Oh, so weit nicht. Ach, jetzt steht da noch ein Panzer. Genau, warum nicht? Geht doch mal ein bisschen zurück. Okay. Dann baue ich hier hinten nochmal ein bisschen Armeezeugs auf. Komm, immer schön weiter bomben. Nicht aufhören. Okay. Dann haben wir schon mal Nachschub gesichert. Treibstoff, Munition kriegen wir alles. Na gut, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn die hier abkratzen. Kann ich ja wieder bauen. Hab ich gedacht, das wäre so eine Dingsmission, wo man die nicht wiederholen kann. Zumindest nicht so lange, bis die Brücke repariert ist. Na komm, macht hin. Reparieren die schon? Ich dachte, die stehen da nur vor. So, den Platz hier sollen wir sichern, hat er gesagt, ne? Ja, mal gucken. Schwer oder leichte Mission? Sehen wir gleich. Wobei, allein, dass ich hier nur diesen Teil verteidigen muss, bevor die mir herkommen können, macht sich das eigentlich schon zu einer relativ leichten Mission. Ich hole mir das mal. Ach, kann ich gar nicht. Da will man sich mal so Verstärkungszeug holen. Da. Na komm. Wieso denn zum Sturm auf die Stadt? Ich habe ja gar keine Armee oder so, ne? Ich hoffe, die kommen da jetzt nicht gleich rüber mit Panzern oder so, um das Ding zu verteidigen. Die Pioniere sind marschbereit. So, verringern sie die Unterhaltskosten. Ja, ich weiß zwar nicht ganz genau, was das bringt, weil ich ja keine direkten Unterhaltskosten habe. Ich bezahle ja nur im Vorderhaus. Aber. Okay, Leute, wir müssen los. Beeilung, wir haben einen Apparaturauftrag. Jungs, zuhören. So. Da ist unsere nächste Mission, genau. Saint-Froment sicher. Nee, nein, das war aus Versehen. Aber die können eigentlich auch da bleiben, die wollte ich gerade mitnehmen, aber. Eigentlich können die hier bleiben, die können da hinten. Ja, mach mal da einfach hinbauen. Boah, 140. Heilen in der Nähe befindliche Soldaten. Ja, bringt mir ja nicht viel. Fahrbereitschaft, Panzerdepot, Waffenforschung baue ich lieber nochmal, aber ich glaube, das hat auch nicht so viel gebracht, aber ich vielleicht ja doch. So, dann kriegen wir wenigstens die gefallenen Soldaten teilweise zurück. Da sind sie schon. Wow, 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 ganz ruhig, Freunde. Boom, 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 boom. Das Ding ist immer noch heile. Och, Mensch. Ah, die haben auch schon den ersten zurückgeholt. Schießen die jetzt noch? Ich weiß ja nicht, ob da noch Feinde überhaupt sind. So, Panzerdepot ist fertig. Oh, kostet das viel? 90, ey, bis ich die zusammen habe.
Ach, dafür war Waffenforschungszentrum. Ich dachte, da konnte ich Verbesserungen kaufen. Egal. Was kosten normale Truppler? Ja, machen wir mal zwei. Damit ich wenigstens irgendwas habe, das ich darüber schicken kann. Mit dem hier kann man, wie gesagt, alleine nicht viel anfangen. Dann machen wir mal. Wie viel kostet das? 50. Ach, zu Schande. Oh, das wird gleich niedergeschossen. Ach. Aber sehr gut, hat sogar ganz schön viel freigelegt. Ich dachte, das würde abgeschossen werden von dem Ding. Hey! Die haben am Rand der Stadt ein verdammtes Hauptquartier errichtet! Das Hauptquartier der 38. Grenadierdivision liegt nahe der Stadtgrenze. Oh. Egal, ist ja nur ein Nebenziel. Falls ich mal zufällig dran vorbeikomme, werde ich es zerstören. Es wird Zeit, dass wir da raus. Schneller, meine Damen, kommt schon. In Bewegung. Von hier aus können die Crossbow. So, und die zweite Einheit ist auch gleich fertig. Nein, ja. Bewegung. Achtet auf eure Abstände. Munition überprüfen. Dann können wir da wenigstens rüber. So, mal gucken. Wenn er einschlägt, zeigt er mir meistens ja was an. Ach, na gut, wenn er uns da hinten wegschießt, ist auch gut. Das war eine gute Einheit. 4 Erfahrungspunkte dafür. Ja, sonst gibt es immer nur 2, oder? Ich weiß es nicht. Er soll doch mal hier vorne ein bisschen was wegbomben. Warum macht das Ding da weg? Das ist nämlich richtig stark. Oh Scheiße, hat er nicht ganz geschafft. Kommen die bis dahin? Nicht ganz, aber das können. Können wir da und dann hat sich das. So. Ja. Sehr gut. Okay. Ja. 60, das heißt 30 noch, dann haben wir wieder ein neues, neuen Panzer. So, dann rücken wir mal vor. Nimmt das Ding da ein. So, weil wenn die da alle draufballern, dann müsste das ja ganz gut weggehen. Okay. Nehmt das Ding da ein. Holt erstmal das und dann nimmt das Ding da ein. So. Oh gut, bringt jetzt auch nicht so viel. Ich dachte, der könnte ein bisschen. Egal. Das ist jetzt der einzige Panzer? Mit einem kann ich nicht so viel anfangen. Dann lasse ich es erstmal nur bei den Menschen. Oh. Ja, bombt mal dahin. Dann kümmert ihr euch ein bisschen mehr um die Seite. Geht da mal rauf. Scheiße. Okay, wenn der zweite Panzer da ist, dann können wir sie wegbomben. Naja, haben sie. Naja, haben sie ihr eigenes Ding weggebombt, ist auch nicht schlecht. Nein. So. Ah, da holt er den zurück. Das ist so ein Sanitätding. Dafür gibt es diese Teile hier. Und wenn ich genug davon habe, dann kommt eine neue Truppe raus.
Und da läuft er und holt den nächsten. Das ist ganz gut für die hier, die noch leben. Ich glaube, Sanitäter dürfen auch nicht abgeschossen. Also im echten Krieg durften die, glaube ich, nicht abgeschossen werden. Aber ich meine. Na doch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und man hat es bestimmt trotzdem öfters mal gemacht, aber ich glaube. Ich meine, wer soll was dagegen sagen, ne? Aber trotzdem, das wäre ja echt scheiße, Sanitäter abzuknallen. Na gut, wenn es aus Versehen passiert. Aber so, ich meine, die haben nicht mal wirklich Waffen oder so. Die retten einfach nur Menschen. Oh, er hat keinen gekriegt, der hier. Lag ja noch einer. Egal. Na komm, immer weiter bomben. Sergeant, sehen Sie zu, dass ein MG auf dieser Blechbüchse hier montiert wird. Es wird Zeit, dass wir die Crowds in Stücke schießen. So, ich hole mir jetzt noch so ein Ding. Stärkere Durchschlagkraft. Okay, das wäre dann besser gegen Panzer. Wäre ja nicht schlecht. Mensch, aber das dauert jetzt schon 16 Minuten haben wir schon rum. Und ich habe gerade mal diesen kleinen Teil gesichert. Ah gut, hier ist aber nicht mehr so viel. Bombe weg, Bombe weg, Bombe weg. Da. Oh. Komm schon. Ach, Mannequins kann ich noch bauen. Ich mach mal 4 Stück. Ich meine, ich habe mit 3 das ganze Ding hier fast befreit. Müssten wir mit 4 doch fertig sein. Ja, lass den wegfahren. Geil. Solange er uns nicht weiter beschießt. Jetzt. Boom, 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 boom. Richtig geil. War richtig mies. Ist das Ding schon drauf? Ach, macht sich automatisch drauf. Ich hab gedacht, das müsste ich kaufen. Oder muss ich das hier irgendwo kaufen? Nö. Ah, das. Nö, kann ich jetzt nicht kaufen, aber es scheint schon von selbst drauf gemacht worden zu sein. Da muss ich auf jeden Fall einnehmen. Oh oh. Marsch, Marsch, Marsch. Und ihr könnt das Ding schon mal ein bisschen reparieren. Ah, oh, da ist ja der andere Panzer wieder. Und komm, bombt immer weg. Was kommt da hinten nicht raus? Doch. Na komm, bitte, bitte, bitte. Feuer weg. Oh, gut. Yes. Na komm, und den müsst ihr doch jetzt auch kriegen. Okay. Oh ne. Da auch meine Typis abzuschießen, du Arschloch. Zündet die Heinis an. Ach, da leben noch so viele. Oh oh. Hab's noch gesehen. Aber es war schon zu spät. Oh. Feiglinge haben sich im Haus verschanzt. Da. Bombt dieses Kackhaus weg. Ah, wir haben ja alles auseinandergehauen. Sanitäter! Sani! Okay.
Na, jetzt können die doch da nicht mehr lange überleben, Mensch. Jetzt kann das Haus brennen. Sehr gut. Die Panzer. Ah, die sind ganz schön beschädigt. Ja, ihr kommt mal mit rüber und ihr macht mal Heide. Ach, da kommt ein so ein Ding noch, ja. Sehr gut. So, jetzt hole ich aber keine Menschen mehr, sondern nur noch 110. Wow. Saint-Fromont ist befreit. Ach du Scheiße. Okay, wir nehmen das Ding einfach. Oh ja, toll, jetzt kann ich sowieso nichts mehr machen. Die Able Company kontrolliert nun Saint-Fromont. Die Aufklärung meldet starke Truppenbewegungen in diesem Gebiet. Außerdem wurden hier Raketenbatterien gesichtet. Der Gegenangriff der 38. Grenadierdivision kann jeden Moment erfolgen. Der Platz darf nicht in die Hände des Feindes fallen. Auch wenn uns das einiges abverlangen wird, wir werden sie aufhalten. Dieser Brückenkopf ist für unseren Vormarsch von größter Bedeutung. Mhm. 30 Minuten! Ja gut. Dann wisst ihr wahrscheinlich, was das bedeutet. Ich verabschiede mich. Wenn mich das Spiel lässt. Wir müssen auf dem Platz Verteidigungsstellungen errichten. Vermint die Straßen und errichtet Panzerfall. MGs in den verbleibenden Gebäuden in Stellung gehen. Alle in der Nähe gelegenen strategisch wichtigen Positionen sichern. Schickt einen Scharfschützen hoch in den Kirchturm. So. Einmal ganz kurz speichern. Speichern. So. Genau, dann danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch. Wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare. Na gut. Bis ich das gelesen habe, also bis ihr das Video gesehen habt, ist wahrscheinlich schon das ganze Let's Play zu Ende. Aber allgemein, schreibt doch mal rein, wie es euch gefallen hat. Ja, abonnieren nicht vergessen. Und ja, dann denke ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.